Praxis und Theorie liegen in der HNU eng beieinander. Das wurde am vierten Tag der HNU-Festwoche deutlich. Das HNU-Management-Forum, eine Veranstaltungsreihe des Zentrums für Weiterbildung, greift aktuelle wirtschaftliche und politische Themen auf. Zur HNU-Festwoche war Andreas J. Harbig von der PA Consulting Group eingeladen. Er sprach über neue Führungsstile. Diese eierlegende Wollmilchsau, die alles weiß, alles kann und dann auch alles bestimmen muss oder soll, existiert de facto nicht mehr. Und je komplexer, je dynamischer, je agiler und je stärker ich diesem Kontext, diesem agilen, dynamischen Kontext begegnen muss, umso stärker wird sich diese Form von Führung in diese andere, neue Form von Führung wandeln. Schon am Vormittag hatte das Team der HNU gezeigt, dass es die neue Art des Führens längst verinnerlicht hat. Bei der Kostprobe bewiesen sie, dass man neue Wege beschreiten muss. In der neuen Mensa traf sich die Belegschaft, um gemeinsam zu kochen und zu essen. Siegfried Pfnür, Inhaber der Neu-Ulmer Stephansstuben, leitete die HNU-Mitarbeiter an und bestätigte, dass neue Führungsstile auch in der Küche gelten. Ja, ich sage mal, die Küche ist wie ein kleines Uhrwerk. Man schafft miteinander und klar, wie ich gerade gesagt habe, es muss ein Miteinander sein, ein positives. Der Koch kann nur so gut sein wie die Leute, die mit ihm arbeiten. Ja, also das ist ja, der kann im Grunde genommen hier und da seine Kreativität über Gewürze und Beimischung und so weiter und so fort, der Verfeinerung und das, den großen konzeptionellen Rahmen geben. Aber die Arbeit machen die Kommis. Ja, wunderschön dargestellt in dem Film Ratatouille. Das neue Gebäude vereint nun zum ersten Mal alle Mitarbeiter an einem Ort. Und das ist auch gut so. Der Beweis dafür ist sichtbar und sehr lecker.